Hallo und herzlich willkommen zur weiteren Ausgabe hier in der Milliarden-Challenge am heutigen Freitag. Und ja, es ist schon wieder soweit, meine Freunde. Wir haben die 10. Folge in dieser Staffel, nehme ich gerade auf. Und damit wird es mal wieder Zeit, ein Fazit zu ziehen der letzten 10 Folgen. Wo ich ganz ehrlich sein muss, was mir im Moment etwas schwer fällt. Dadurch, dass es zwischendurch ein paar Pannen gegeben hat. Ist das nicht unbedingt jetzt so einfach, mal eben so ad hoc zu sagen, okay, mach jetzt mal eben schnell ein Fazit. Denn ganz ehrlich, ich weiß nicht mehr alles, was jetzt neu ist, was nicht mehr neu ist, was sie jetzt in dieser Staffel geholt haben, nicht geholt. Hä? So, ne? Hä? Naja. Sah jetzt ein bisschen komisch aus. Sah jetzt ein wenig komisch aus. So, da ich im Moment nicht so die Zeit habe, selber das zu tun. So, Anzahl Vorgewände machen wir mal hier 2. Fahrzeug auf Kurs 1. Wir machen das Ganze scharf. Vorgewende ist logisch, ne? Ja, wir sind in die andere Richtung gegangen. Ja. So, längste Kante zuerst, hoch, runter. So, Kurs generieren, mal gucken, macht er nicht, macht er nicht. Oh, schon fertig. Stehe aber schnell. Ach, aber ja, hui. So, das ist das Feld 29, 32. Gucken wir mal, haben wir das schon? Da haben wir das schon. Kurs speichern. So. 25, 32. Feldarbeit. 12,0 Meter. Roden. Es gibt auch andere Geräte mit 12 Meter. Von daher muss da mal gerade hinterschreiben. Achso, Feld. Aber doch, sehr schön. Was hätte denn jetzt schon wieder? Da hätte man immer ein Problem, war. Er hängt immer überall irgendwo fest. So, der Kollege ist schon mal hier angekommen, wunderbar. Das heißt, jetzt müssen wir das Ding mal hier auseinanderklappen oder wie war das, ne? So, ja, sieht schon mal gut aus. Ah, dann wollen wir jetzt mal ein paar Bodenproben nehmen. Ja, also, wie gesagt, ist auch mal nicht so einfach. Aber ich meine, was in dieser Staffel dazugekommen wäre, wären die Schweine gewesen. Der zweite Schlachter ist dazugekommen. Kostenoptimierung wird halt auch in diesem. Genau, wir haben vieles verkauft, um Kosten zu optimieren. Es gibt diesen tollen Spruch, da hat sich auch schon mal einer tot optimiert. Ja. Was war denn jetzt? B, Bodenprobe nehmen? Ja, B, gut. Wieder B, danke. Muss das Feld ja noch gekalkt werden, ist ja logisch, ne? Ja, umsatztechnisch ist da nicht viel dahin zugekommen. Achso, die Fischfabrik, manche hätten wir auch gekauft in dieser Staffel. Weil es ist auch wirklich auch schon lange her, dass ich die Folgen aufgenommen habe.
Nee, möchte ich wirklich noch mal, oder? An der geht. Okay, kriegen wir hin. Sehr schön. Dieses Ding in deiner verkaufen. So, verkaufen. Oder gleich da, ne, schön lang fahren können. Achso, B, nicht R. Ich drücke R und wundere mich, warum passiert hier nichts? Ist der Streifen etwas schmäler als wie hinten, logisch? Ich habe Ende angekommen, das ist ja wahnsinnig. Eine ganz schöne Ecke, die hier zugekommen ist. War schon auf dem anderen Feld hier, das ist schon mal sehr schön. Wenn wir gleich mal ein bisschen um die Aufträge kümmern, was dann da noch zu tun ist. Wir haben überlegen, ob ich schon noch einen Traktor kaufe. Geld dafür hätten wir ja. Wie gesagt, hat schon mal einer tot gespart. Klar ist so ein Traktor kaufen, ne, das kostet alles Geld. Und umso länger man den hält, umso weniger wert wird er. Ne? Also mit dem ersten Tag ist er ja schon mal nur noch die Hälfte wert. Das ist ja, ne? Der Gag daran, jetzt müssen wir mal gucken, vielleicht können wir ja sogar einen Gebrauchten kaufen. Ja. Mal gucken gleich. Haben wir jetzt alles? Ja, alles. Sehr schön. So, dann müssen wir die mal eben einschicken. War das jetzt Z, ne? Wie Bodenproben zum Analysieren schicken. Jawoll. Ah, kostet uns wieder Geld. Aber ja, haben wir hier noch von. So, jetzt klappt man die ganze Dinge hier wieder hin. Schicken wir den Kollegen hier wieder zurück zum Hof, die Einfahrt, mit alles schön blockiert, ne, Einkauf nicht, Hof habe ich gesagt, Hof Einfahrt, jawoll, auf jetzt, Burp. Das müssen wir mal hier machen, oh, was ist denn hier passiert, oi, oi, oi. Hier ist ja mal allmächtig, Unfälle, auch Unfaller auf Unfaller, oh, hu, hu, hu. Das sieht aber hier witzig aus. Da müssen wir direkt hier mal ein Foto von machen. Sieht mal witzig aus hier. Ja.
So, mal gucken, ob wir jetzt vorankommen. Mal hier ein bisschen sauber machen. Komm, Junge, mal hin. Ey. Tu mal ein bisschen putzi-putzi machen. Brauchen wir ganz schön lange. Ey. Komm, jetzt sieb. Hä? Ganz sauber ist aber noch nicht. Ja. Können wir eben schnell hier parken, ne? Ja, wir parken da eben schnell. Hey, da war ein Krach, ey, wa? Mein Gott. So, wo war jetzt hier unser Anhänger? Ich glaube in dem anderen, ne? Ja, genau. Sollen wir rüberfahren? Oh, ein bisschen hubbeli-hubbeli. Schön irgendwas hier übersehen. Jetzt hier zu den Schafen. Was mich gerade mal interessieren würde, zwei Dinge. Einmal Tiere. So, Weine, die haben wir noch. So, würden wir hinter hier noch zwei Schweineställe hinkriegen? Sehr schön. Ja, also gar nicht mal so schlecht. Wenn wir den Graben hier zuschütten würden und hier zwei Schweineställe hinbauen würden. So, und jetzt haben wir mal Kühe. So, hier, das wird sehr groß hier. So, hier würden wir noch einen Kuhstall hinkriegen, wa? Genauso groß, ne? Von der Fläche her. Das ist der ohne Fütterungsroboter, ne? Ne, das wollte ich nicht. Ich wollte den ja mit Fütterungsoberter. Das ist mit großem. Ach, das XXL-Wiese. Nein, ich will keine XXL-Wiese. Ach, das ist mit Fütterungsrobotern. Oh. Hier. Dann die zwei Stücke hinbekommen. Jetzt gucke ich. C, so. Wäre auf jeden Fall wesentlich besser als hinten, ne? Ob wir da zwei hinkriegen, weiß ich nicht, aber das wäre noch so eine Idee, dass wir die Tiere nahe beim Schlachter haben, dass die da hinten von der Wiese verschwinden. So, mal gucken, ob wir auf die Wiese da bauen. Weiß ich noch nicht.
Aber irgendwas wird mir dazu schon einfallen. Ich trinke mal eben einen Schluck. Oh, und ich sehe die Folge schon wieder zu Ende. Eieieiei. Also von daher wünsche ich euch jetzt einen schönen Freitag. Und ja, haben wir zum Schluss noch ein bisschen Aussicht auf die nächste Staffel. Beziehungsweise, ne, ja, jetzt ist ja Heiligabend vor der Tür, ne? Ja, ist das letzte, nein, vorletzte, der vorletzte Freitag im Jahr 2023. Und ich wünsche euch einen guten Start ins Wochenende. Macht's gut, euer Andy und bye bye. We'll be right back.